Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde LOL News. Bevor wir wieder in die Roster Swaps springen, gibt es einen ziemlich schwerwiegenden Bug, der momentan die Live-Server heimsucht. Und wer jetzt das Video nach Freitag sieht, der wird wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, dass ab Donnerstag mal schauen, wie lange die Ranks auch disabled sind. Und zwar ist der Bug mit dem Backport verbunden. Jeder Champion, der irgendwie eine Fähigkeit hat, die gechannelt werden muss, also es gibt ja unten, wenn ihr zum Beispiel auch euch backportet, gibt es diese Leiste, dieses Spellcast-Leiste, wo ihr seht, wie lange ihr diesen Spell noch ausführt. Und da gibt es ja einige Fähigkeiten, wie zum Beispiel Acid Ult etc., die das auch haben. Und jede Fähigkeit, die diese Leiste hat, mit der kann man sich dann fast instant backporten. Also ihr könnt zum Beispiel Skana Ult backport, ihr seid in der Basis. Und das geht mit über 40, 50 Champions, zumindest ist es mit denen schon getestet worden. Deswegen sind die Ranked-Server deaktiviert, beziehungsweise die Ranked an sich. Und ja, fragt euch natürlich noch, wie lange das dauern würde. Ich denke, da es so ein schwerwiegender Bug ist, könnte es sein, dass die Ranks vielleicht noch ein paar Tage aus sind. Und das Ironische und das Lustige ist ja, auf dem LCS-Patch, auf dem wir jetzt spielen, gibt es diesen Bug. Also theoretisch könnten die Pro-Spieler diesen Bug ausnutzen, aber Riot hat selbst schon gesagt, sie werden es beobachten. Los geht's jetzt aber mit den Roster-Swaps. Da ist natürlich am Anfang zu erwähnen, dass Kikis nun offiziell aus den Unicorns of Love raus ist. Neuer Jungler wird zumindest für die Woche 8 Gilius sein, der ja zuvor bei Gamers zugespielt hat. Ich sage voraussichtlich vorläufig, weil gleichzeitig die Unicorns auch noch Airwax, also den Ex-Jungler von Copman Wolves, und Horo, also den Ex-Jungler von Meteor Makers, als Substitutes eingeholt haben. Also da könnte man vielleicht auch noch einige Veränderungen dann in Woche 9 und vielleicht auch in den Playoffs sehen. Kikis selbst hat jetzt aber die Position von Gilius bei Gamers 2 eingenommen und laut beiden Seiten soll dies ein relativ guter Swap gewesen sein, denn Gilius hat nicht wirklich zu Gamers 2 gepasst und Kikis hat anscheinend nicht mehr so gut zu den Unicorns gepasst, obwohl man das in den Spielen nicht wirklich sehen konnte. Nicht so gut geht es allerdings einem anderen LCS-Team. Neben Copman Wolves ist auch SK Gaming momentan schon fast vor dem Zerfall. Da gibt es einige interne Schwierigkeiten. Jetzt wurde bekannt, dass SK Gaming selbst N-Rated kicken möchte, beziehungsweise gekickt hat. Und daraufhin auch Candy Panda, Freddy und Svenskeren das Team verlassen wollten. Und das nicht erst nach dem Split, sondern sofort. Da hat jetzt das SK Gaming Management so ein bisschen eingeschritten und anscheinend es irgendwie hinbekommen, dass die Spieler zumindest jetzt erstmal in Woche 8 noch spielen werden, vielleicht auch in Woche 9. Gut wäre es natürlich, eine Woche vor Ende der LCS dann nochmal Roster zu swappen, wäre nicht so optimal. Gerüchten zufolge bekommen die Spieler dafür ein bisschen mehr Geld und bin gespannt, ob sich das auf die Leistung auswirkt. Ich denke doch, dass wir das jetzt bei den Spielen am Donnerstag und Freitag sehen werden. Gleichzeitig hat sich auch noch das Management von Gamers 2 beschwert, dass SK Gaming angeblich zu mehreren Spielern ihres Rosters gesprochen haben soll, um diese für die LCS zu gewinnen. Das aber ohne über das Management zu gehen. In der LCS gibt es ja die Regel, dass das strikt verboten ist, also man darf nur über das Management an die Spieler kommen. In der Challenger Series gibt es solch eine Regelung allerdings nicht, weswegen sich eben das Management so darüber aufgeregt hat. Und ich denke auch, um die Integrität der Liga so ein bisschen standhaft zu machen, sollte es diese Regel auch geben, weil die Challenger-Spieler bzw. die Challenger-Teams auch, die investieren so viel Geld, Zeit und auch Schweiß in diese Arbeit und dann einen Spieler einfach so zu verlieren, weil es keine Regelung gibt, das ist schon ziemlich bitter. Aber genug mit den schlechten Nachrichten, es gibt auch eine freudige Nachricht, da ja Fnatic letzte Woche sowohl gegen Origin als auch gegen H2K nach einem ziemlich heftigen Defizit noch gewonnen hat, sind sie jetzt 14-0 in der LCS und das heißt, sie sind offiziell das Team mit dem größten Winstreak in der Geschichte der LCS. Noch kein Team hat es geschafft, 14 Spiele hintereinander zu gewinnen. Hier also Glückwunsch an Fnatic und wir sind mal gespannt, wie weit dieser Winstreak noch weitergehen würde. Ich meine, sie haben jetzt die besten Teams, also die, die ihnen die größte Konkurrenz gemacht haben, H2K und Origin besiegt. Jetzt wird es eigentlich nur noch leichter. Also 18-0 ist gar nicht mal so unwahrscheinlich und das wäre wirklich eine richtig, richtig starke Leistung, an die auch ein SK Telekom bisher noch nicht wirklich rangekommen ist. Das war's dann auch wieder mit dieser Woche LOL News. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.